Hallo, wir sind Olaf und Dirk und wir sind wieder voll im Netz. Wir starten heute die Episode direkt mal mit dir. Ich habe eingesendet bekommen von der SVG Lüneburg bzw. von der Social Media Ach, jetzt nimmt es Beauftragten. diese Ebene? Ui, guck mal einer an. Der Alexander sieht so ein bisschen aus, als ob du dich einpiescherst beim Sichern. Schöne Frisur hattest du damals noch. Das ist mal wirklich Reverse Seiten auf Null. Gegen die Das ist SVG geil. Lüneburg. Richtig geil, ey. Wir haben noch ein Wann paar war das? mehr. 2012, 2013? Guck mal richtig hoch. Ja, ist von oben fotografiert. Junge, Junge, Junge. Dazu eine Geschichte. Wenn das ein Sonntag ist, an dem die Bilder entstanden sind, dann haben wir samstags 3-2 in Kiel gewonnen. Das war das Karnevalswochenende. Und wir sind als Solinger da hingefahren und waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hamburg in der Innenstadt unterwegs. Und haben das Sonntagsspiel zum Ausschwitzen genutzt, um uns danach wieder ordentlich den Helm zu lackieren. Lief gut? Ja, lief richtig. Wir haben gewonnen, das weiß ich noch, aber das war. Gewonnen gegen diese Legenden hier. Wir sehen hier einen noch unbärtigen Michel Schlien, Falco Steinke, die absolute Legende, und Olaf Schaaf, der in der Mitte scheinbar rasiert hat. Kannst du mal sehen. Gut, weiter geht's. Wir hatten ja folgende Aktion bei den Berlinern. Ich blende es jetzt nochmal ein, wenn ich es nochmal finde. Die hatten ja so ein Shooting mit Ben Patch. Und jetzt haben wir halt Gibt's das Ergebnis gesehen. Ah, geil. Man geil. Kann sich den Kalender inzwischen kaufen, ist für einen guten Zweck, nice. Geht in Richtung Bahnhofsmission, die ganzen Erlöse. Knapp 40 Euro, für wirklich aber auch ein Premium-Kalender. Ich meine, guckt euch mal diese Bilder durch. Von Ben Patch wirklich fotografiert. Anton Brehme, das alte Model. Ben hat natürlich irgendjemand anders auch mal kurz die Kamera gegeben. Viel nackte Haut wird auch gezeigt. Tim Karl. Mein Ui. Gott, würde ich mir das ins Schlafzimmer hängen, das Bild. Aber riesig groß. Oh, wer ist denn da eigentlich? Wer ist denn hier so pelzig? Von der Haarfrisur, wer ist denn das? Danani? Yo! Ja? Sehr gut. Oh, Ruben. Ui. Das ist wirklich eine Modeltruppe, ne? Unglaublich. Ja, die gewinnen zu schnell immer, deswegen haben die zu viel Zeit. Und dann kommen wir auf. Was heißt Link ist Ideen? In der Beschreibung, ja, wenn ihr wirklich ernsthaft diesen Kalender erwerben wollt, ist, ja, Weihnachten ist schon vorbei, aber ist trotzdem ein schönes Geschenk. Ist Weihnachten schon vorbei? Ich dachte, diese Episode kommt am 22. raus. Ist morgen, ne? Übermorgen. Morgen. Ja, morgen kommt sie raus. Heute ist Dienstag, da nehmen wir auf. Mittwoch, den 22. erscheint es und Weihnachten ist Scheiß der drauf, 24. Digga! Sehr schönes Video hat uns erreicht von den United Volleys. Die werden auch nochmal ein Thema werden nächste Woche, glaube ich. Aber hier ist übrigens die richtige Aussprache. Hat Leon gestern selber gesagt, Leon der Vijay. Leon der Vijay. Ich muss das, glaube ich, gleich muten aufgrund von Copyright-Geschichten, aber das Video war trotzdem zu gut. And wonder, what is going on inside their head? Alter, Leon ist so eine Legende. Was ist denn da los? Und vor allen Dingen, also ich zeig's jetzt gleich extra nochmal, wir bleiben nochmal kurz drin. Der Anfang ist halt mein Highlight, ne? Der Move, wie geht das? Ich kann das nicht. Ich versuch's jetzt gar nicht. Ah, du bist aber auch, ist okay. Das ist unfassbar Hast du gut. Vorher geübt? Nee. Okay, krass. Dann ist es doch nicht so doch, schwer. Doch, ich hab geübt. Naja, wollte ich gerade sagen, natürlich hast du geübt. Kenn ich doch. Oh, was wäre eine Woche voll im Netz ohne Power-Volleys-Düren-Content? Oh mein Gott. Unvollständig. Wir hatten ja Tobi Brandt letztes im Interview und haben ihn sogar gefragt, ey Tobi, was musst du denn für die ganzen Challenges machen? Er wollte nicht so recht rausrücken, jetzt weiß ich warum. Ist passiert? Das macht einfach schon wieder betroffen. Also Tobis Zahnpasta-Lächeln ist top. Was mit Thomas Das Kottchen da in ist. Der Mitte. Ich spüre ein bisschen vor, weil das war so eine SingStar-Challenge. Mama, Mama. Mama, Mama. Mama, Mama. Mama, Mama. Racer cuts with space. Racer cuts with space. Racer cuts Oh, whoa, oh, 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 Tobi Brandt, ein Mensch wirklich mit vielen Talenten, kann sehr gut Volleyball spielen, kann sehr gut mit Trauben umgehen und die zu Wein machen, sieht sehr gut aus, ist sympathisch, kann wirklich 0 von 10 singen. Ist das, meine Frage ist, um die beiden so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, ist das Lied zu alt für die und sie kennt es nicht? Doch, weil es war ja wirklich doch. Extrem schlecht. Als ob man nicht Pokerface von Lady ja, Gaga das kennt. Das ist schon echt heftig. So, weil Ernastovic ist halt so eine ehrliche 2,5 von 10. Ja. Und er schafft es einfach richtig gut auszusehen, neben Tobi. Bitte macht so weiter. Nur halt die Position da um Thomas Kotschian herum. Ja, das da mal bitte. Ist wirklich nur eine Woche länger und ich fange echt an, davon irgendwie auch wirklich schlecht zu träumen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Das Gute für die Powervolleys ist, dass eine Mannschaft auch in Vergangenheit zumindest immer wieder den Weg hier reinfindet. Zu vollem Netz mit gutem Cringe-Content und wir sind wieder bei SVG Lüneburg. Ja! 14 männlich. Lieber Tom. Lieber Noah. Lieber Niklas. Lieber Matteo. Lieber Miko. Lieber Kalle. Lieber Leif. Lieber Finn. Er fängt noch nicht mal den Ball. Lieber Kiel. Lieber Per. Wir wünschen euch dieses Wochenende für die U14 Norddeutsche Meisterschaften alles Gute. Macht die weg, Jungs.
Das ist zu heftig, Mann. Ohne Scheiß. Wächst du mich, wenn es fertig ist? Das ist zu heftig. Danke. Viel zu viel Zeitverlust für viel zu wenig Inhalt. Was ist das denn? Lass uns bitte einfach weitermachen mit dem guten Content. Oh Gott. Eingeschickt worden von Yannick Pörner himself. Oha. Der sich ein bisschen beschwert hatte, dass wir das letzte Mal nicht so gefühlt haben hier mit dem. In Hamburg sagt man Moin. Mhm. Und hat da nochmal ein bisschen was aus der Kiste gezaubert. Wir sind bei Facebook übrigens. What the fuck? Ihr Netz. Jürgen lacht sich gerade tot in der Regie. Und es geht noch weiter. Lederhosen? Wow. Nein. Ich glaube, da haben wir was Besseres. Den Part fühle ich ja. Ja, den fühle ich auch, ja. Moin! 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 Den Norden gegen den Süden. Ansinnung. Glocke. In der Garrison Hall. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Das ist große Klasse. Also ich weiß gar nicht, was ich besser finde. Dieser Cringe-Comedy-Faktor mit Falco Steinke in der Hauptrolle. Das Geile ist halt auch wirklich, dass Falco Steinke in dieser Rolle ist. Das finde ich auch überragend, weil wer den Mann kennt, also guter Mensch, aber passt da halt so gar nicht in diese Rolle. Aber Yannick, vielen Dank für den Content. Der zweite Part war wirklich sehr gut. Sehr, auch wirklich das letzte Mal, dass ich auf Facebook gehe, ey, ohne Spaß. Allgemein gilt natürlich, ihr habt die News wahrscheinlich schon gehört, so. Alles Gute an die BR-Volleys und so, na, wir drücken die Daumen. Aber trotzdem muss man auch in so einer Situation immer mal wieder für ein bisschen gute Laune sorgen. Mhm. Und von daher haben wir noch eine Altlast vom letzten Mal. Ruben Schott war in Lissabon und dachte, es ist eine gute Idee, folgendes Bild zu posten. Ist ja soweit alles okay, ich kann das verstehen. 16 Grad auf dem Balkon, da will man sich, Alter, mal hier, ja, ein bisschen die... Ja. Unnötig halt, ne? Also das meine ich halt, ne? So diese Kombi. Ja, ja. Also, ob das sein muss, Ruben, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte das letztens schon, ich konnte mich nicht beherrschen. Ich habe es schon im Stream ein paar Mal gezeigt. Wir haben zwei Bilder von Markus Grömer bekommen. Das ist einfach wirklich für mich nur noch ganz groß. Das erste kommt vom offiziellen Instagram-Account von Dennis Caliberda. Und so stehle ich mir halt wirklich den Endgegner im Computerspiel ja, vor. Ja, ist auch so. Er hat eine Schwimmkappe auf, sieht halt einfach legit aus wie eine Glatze. Und dann diese langen Arme. Das ist halt auch immer so krass. Ne? Markus Böhm ist so eine Maschine. Aber es sieht einfach trotzdem komisch aus, weil er einfach so ja, riesig ja, weil ist. Er so groß ist. Ja, klar. Und es geht noch weiter. Wir legen noch mal einen drauf. Mach dir keine Sorgen. Tada! Das andere Gesicht des Markus Böhm. Sagen, kompletter Kontrast. Hallo, ich lese gerne Bücher und zerstöre Menschen. Lese gerne Bücher und zerstöre Menschen. Wir hatten eben die sehr guten Acting-Skills von der SVG Lüneburg. Jeffy Drenge kann das auch ganz gut. Hashtag Ad an der Stelle. Also okay. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber ich glaube für ein sehr gutes Produkt. Ja. Jeffy, okay? It's okay, I'm a doctor. Let me see. My prognosis on the matter is not good. You know what you need? What? The bump it up sleeve. Der bump it up sleeve. You see, it puts pressure where pressure is needed. Let's see if it fits. It's a perfect fit. What do you know? Awesome, let's try it. Alright, let's give it a go. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er wird ihn jetzt tierisch reintrümmern. Das ist auf so vielen Ebenen. Was dann sehr wahrscheinlich guter nur Schnitt auch am bump it up. Ja, da haben wir es. Pump it up really works. Really works. Wir haben mal wieder so eine kleine Bilderanalyse gemacht. Diesmal Dalton Solbrick, der momentan eine hervorragende Gesichtsfrisur hat. So sieht ja, er nämlich aktuell aus. Also das ist wirklich ein 1 plus mit Sternchen. Mir gefällt vor allem die Dichte und einfach die Menge von diesem von Wie diesen nennst Ziegen. Du das jetzt? Wer sind das? Nee, ist kein Ziegenbart, ne? Das ist ja dieses... Was ist das, Alter? Unterlippen. Soul Patch, sagt Unterlippen, man, glaube ich, Dreieck. Oder? Jetzt kommen wir in die Vergleichsrichtung, wo wir mal gucken, wie sieht Dalton Solbrick denn, an wen erinnert der einen eventuell so ein bisschen? Haben wir folgendes Bild bekommen. Fast gleich, nur dass die Augenbrauen nicht ganz so buschig sind beim guten alten Dalton. Na gut, okay, das war's eigentlich auch fast schon wieder. Nur, dass ich jetzt natürlich zum weihnachtlichen Theme, wir sind ja noch prä-weihnachtlich, nicht post-weihnachtlich, wie ich gerade erfahren habe, euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen will und wir bleiben dabei. Wir wollen ein bisschen gute Laune machen für die Berliner. Gute Besserung, alles Gute wirklich, das wird schon und so. Ne? Eine Geschichte aus Berlin, wir machen jetzt feierliche Stimmung. Okay, lass dich einfach drauf ein. Also der Titel, sagen wir einfach mal, die Meisterfeier der BR-Volleys, die wir ja schon oft thematisiert haben. Es geht los. Die aus dem letzten Jahr. Ich glaube. Okay. Ach ja, die gute Meisterfeier der BR-Volleys. Da war ich ja bis zum Sommer FSJler und hab da so eine hübsche Geschichte für euch. Keine Ahnung, ob ich drüber reden darf, aber naja, ich arbeite nicht mehr für die.
Auf dem Rückweg aus Damit ist wahrscheinlich klar, wer es ist, oder? Ja, ich denke auch. Kuss geht raus, vielen Dank. Auf dem Rückweg aus Friedrichshafen wurde tief ins Glas geschaut. Wundert ja keinen. Blöd an der Sache war, dass die wohl alle noch so gut angetrunken bzw. lost in Berlin ankamen. Am nächsten Tag war eine Art Abschlussfeier in der Max-Schmeling-Halle. Mit ein paar der Volunteers, Familie und den Spielern natürlich, war alles Corona-konform. Vorher beim Abbau der Tribüne ist dem Management dann aufgefallen, dass bei einer Siegesfeier die Siegesschale schon nicht ganz irrelevant ist. Mhm. Problem! Keiner wusste, wer die Schale aus dem Bus mitgenommen hat, beziehungsweise ob das überhaupt passiert ist. In der WhatsApp-Gruppe der Boys hat natürlich keiner geantwortet, also beim Busunternehmen angerufen, die Schale war nicht da. Nach einigen Telefonaten und sehr gestresstem Management wurde die Suche auf 3 Spieler eingegrenzt. Das hört sich so gut an. Habe selten Leute beten sehen, aber wie viel da gebetet wurde, dass der Verantwortungsbewussteste die Schale hat und nicht einer der Verplanten, war traumhaft. Ich habe Cody sehr gerne, aber dass er in der Konstellation als Verantwortungsbewussteste galt, sagt viel über die anderen beiden aus. Okay. Er hatte letztendlich die Schale auch. Aber nach dem Saisonsieg die Schale verlieren, weil nicht nüchtern, schafft nur Berlin. Das lässt tief blicken, tief ins Glas und so weiter, ja. Schöne Story, aber noch viel geiler. Unabhängig davon hat mich am selben Tag folgende Nachricht erreicht. Ich blöre den Rest raus, keine Sorge. Vom GSV Edelitsch. Hi, zum Thema Berliner Meisterfeier haben wir auch noch eine kleine Story für euch. Einen Tag später spielten wir gegen die Youngsters Friedrichshafen und hatten die Gastkabine, in welcher tags zuvor die Berliner Meisterfeier lief. Auch wenn das Reinigungspersonal starke Arbeit geleistet hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie es drin gerochen und geklebt hat. Beste Grüße aus der geilsten zweiten Liga Deutschlands. Oh, shit, GG ey. Berlin, wirklich, ja. GG Berlin, ganz große Klasse. Gute Nachricht, ihr werdet sehr wahrscheinlich wieder Deutscher Meister und dann... Boah, ich freue mich schon, da müssen wir zusehen, dass da mehr Kameras an. Ich wollte gerade sagen, dann brauchen wir noch mehr Content. Ja, soll schon wieder gewesen sein. Bitte weiterhin natürlich supporten auf unserer guten alten Instagram-Seite. Ne? Ja, läuft sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit den Leuten, vor allen Dingen hier, ihr kennt den magischen Button, da reinsliden, uns füttern. Oh, 1000 Follower-Special. Was verlosen wir dann? Nacktbilder von uns? Gut, du Penisbild. Gut, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir voll im Netz sind.